präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Ladies und vor allem werte Ladies, na, habt ihr Lust, euch von ganz unten nach ganz oben zu schlafen? Dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Boys and Girls, was geht denn ab? Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, Gentlemen. Bei euch ist es jetzt inzwischen Dienstag, bei mir ist es Montagabend, 21 Uhr. Herzlich willkommen zu diesem heutigen und wie ich persönlich finde, wichtigen Video, denn wir haben heute um 19 Uhr ein paar Upgrade-Packs bekommen, wo ich tatsächlich sagen muss, die sind unglaublich gut. Und mit diesen Upgrade-Packs ist es tatsächlich möglich, dass du dich von ganz unten nach ganz oben arbeiten kannst. Und das ist dieses Mal, muss ich tatsächlich sagen, absolut geil gemacht. Und ich werde euch das Ganze mal kurz erklären. Ich sag nur zuvor, bitte verzeiht mir heute, wenn ich heute mal ein bisschen ruhiger bin. Die Hitzewelle hat mich irgendwie total mitgenommen die letzten 2-3 Tage. Ich bin nicht so ganz auf der Haut, aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin, kommen auch wieder bessere Zeiten. Es kühlt Gott sei Dank wieder ab und ich hoffe, dass ich bald wieder fit bin. Aber nichtsdestotrotz, ich will euch ganz kurz erklären, was hier heute gekommen ist. Weil das hier ist heute echt, das ist wirklich geil. Also ich muss wirklich sagen, da hat EA wirklich mal wieder was richtig Geiles rausgehauen. Gentlemen, habe ich völlig vergessen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar. Kommentare schreiben, ganz, ganz wichtig. Ich freue mich übrigens, dass ihr in den letzten paar Tagen so viele Kommentare geschrieben habt. Vielen, vielen Dank, ja. Nicht nur für den Algorithmus, sondern auch generell fürs Kommentare schreiben, denn nur so können wir Leute, die Videos machen, herausfinden, auf was ihr Bock habt, ja. Dementsprechend vielen Dank dafür und natürlich mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen, Gentlemen. So, genug Werbung, wir gehen in die Upgrades heute und das war, ich muss tatsächlich sagen, ich bin begeistert, weil wir haben nämlich in der Shapeshifter-Kategorie, wir haben plötzlich ein 71 bis 74, 3 Spieler Upgrade. Wir haben ein 60 bis 64 mal 5 Upgrade, was total wild ist. 75 mal 5 Upgrade. Und 82 bis 88, wir haben 85 plus Spielerwahl, wir haben 81 plus Spielerwahl. Und so weiter und so fort. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde hier in dieser Stelle die 82 bis 88 auskehren, weil es gibt heute die Möglichkeit, sich unglaublich viel zu erarbeiten und da ist dieses das einzigste Upgrade, wo ich sage, lass es, das ist Blödsinn, mach das nicht. So, ich habe euch das mal in den Favoriten abgespeichert, um was es heute geht. Es geht heute um die 60 bis 64, da fangen wir nämlich da an. Wir brauchen hier, in diesen Packs brauchen wir nämlich 6 Bronzespieler einfach nur. Und da kommen wir auf jeden Fall gleich zurück. Ihr kriegt dort auf jeden Fall 5 seltene Bronzespieler, die ihr gleichzeitig hier wieder reinhauen könnt. Das ist das 3 seltene Spielerpack 71 bis 74. Wenn ihr ein Bronzepack gemacht habt, habt ihr schon 5 Bronzespieler. Die könnt ihr hier reinhauen und 2 weitere braucht ihr hier noch. Dann könnt ihr 3-mal silberne 71 bis 74 kriegen. So viel Stand jetzt. Dann habt ihr also 3 seltene. Ihr könnt also weitermachen im 75 plus. Ja? Hier braucht man nämlich 11 seltene, aber nur 2 Goldspieler. So, das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Also wenn ihr es natürlich immer und immer wieder hinkriegt, diese Bronze- und Silber-Upgrades zu machen, dann werdet ihr unglaublich viel 75 plus mal 5 Upgrades machen können. Und das ist das absolute Ziel. Und wie man das natürlich am leichtesten anstellen kann, zeige ich euch jetzt natürlich. Denn es geht natürlich hier um diese ganz, ganz tollen klassischen Packs, die ich absolut liebe. Es geht um die 750
Münzenpacks, ja. Ich liebe diese Packs absolut, weil da der absolute Schmutz drin ist, aber ich finde es absolut geil. Wir machen einfach mal scherzhalber eins auf und ich erkläre euch, was hier so ganz die Sache ist. Es geht nämlich ganz stark um die Ligen-SBC, ne? Und natürlich auch um die Nation. Das kommt natürlich auch noch dazu. Die Ligen-SBC. Wir wissen ja alle, dass Karten für Ligen-SBC etwas teurer sind. Was macht ihr jetzt hier also? Wir gucken uns mal das Pack an. Vielleicht ist es sogar ein gutes Beispiel. Ja, gut. Ist jetzt nicht so das beste Beispiel, aber der Kollege hier, Yannick Sternberg, ist zum Beispiel ein Deutscher. So, der hat eine gute Nation, also könnte theoretisch möglich sein, dass ihr den für 500 schon mal wieder loskriegt. Ist auch so der Fall. Dementsprechend, den schickt ihr wieder auf Reise. Und jetzt guckt ihr. Ihr habt hier zum Beispiel einen Norweger, der nicht in der Ligen-SBC vorhanden ist. Norwegen ist nicht in der Ligen-SBC. Dafür aber die Eredivisie. Das heißt also, Rodrigo Gut gibt ihr. Ja, okay. Ist jetzt schlechtes Beispiel, aber den schickt ihr jetzt auch wieder auf die Reise. So, komm, geh mal weg hier. War jetzt ein schlechtes Beispiel, das Pack. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, oder? Ihr müsst die Spieler, die nicht in den Ligen-SBC sind, müsst ihr behalten. Und das, was in den Ligen-SBCs ist, müsst ihr verkaufen. So, und genau so kriegt ihr dann die Bronzekarten zusammen. Und Freunde, ich weiß, jetzt wird der ein oder andere wird jetzt auf jeden Fall sagen, hör mal zu, du machst doch haufenweise Minus mit diesen Scheißpacks. Vertraut mir, wenn ich euch sage, nein, werdet ihr nicht tun. Hier haben wir übrigens das beste Beispiel. Das sind übrigens drei Karten, die man hier behalten kann. Und daher, den Rest stoßt ihr hier ab. Ihr kriegt ja alleine schon, guck mal, ich habe hier das halbe Pack abgestoßen und krieg hier schon 230 Münzen wieder zurück von den 700. Ja, dementsprechend, es ist möglich, Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht. Natürlich ist das ein blöder Zeitaufwand und Leute, die jetzt Millionen von Coins haben, die werden sich jetzt sagen, Bro, ganz ehrlich, warum soll ich den Scheiß hier machen? Verstehe ich voll und ganz. Aber glaub mir, Leute, es funktioniert. Und Leute, die da nicht groß... Oh, guck mal, hier ist das beste Beispiel. Hier ist übrigens die chinesische Liga. Guck mal hier, da ist einer für 800... Ah, okay, da stellt einer einen für 450 drauf. Guck mal hier, einfach nur dieses Pack. Hier kriegen wir mal die 400 Münzen. Sliskovic. Könnte man auch wegkriegen. Sind auch mal 400 Münzen. Auch wenn der nicht in der Ligen-SBC ist. England 2. Okay, den können wir sogar behalten. Den können wir sogar behalten, wenn er nichts wert ist. Der geht dann in die Upgrade-SBC. So, und so könnt ihr euch dann hocharbeiten bis zu dem 75 plus mal 5. Und ich denke, dass das wirklich die einfachste Variante ist. Plus, das kommt ja auch noch dazu, ihr könnt natürlich dadurch selbstverständlich auch das Anmelde-Upgrade machen. Ich hoffe an dieser Stelle, dass ihr das natürlich alle fleißig gemacht habt. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, es gibt ja aktuell bei Ziele, gibt es ja hier die Shapeshifter-Tagesbelohnungen. Und wenn ihr die alle abgeschlossen habt, dann gibt es jetzt ein Touch-Spieler-Pack. Ne? Ich hoffe, dass ihr die alle wirklich gemacht habt. In diesem Sinne, ich kann eigentlich nicht mehr sagen, als euch allen da wirklich zu sagen, es funktioniert, macht euch mal da keine Sorgen. So, wir werden jetzt noch hier die zwei Packs hier aufmachen und ich hoffe, ihr werdet viel Glück haben bei der Reise, wenn ihr euch irgendwie... Ja, und so kann man einfach auch mal ein Atal rausholen. Also, ja, das ist gar kein Problem. Das ist mein erster Shapeshifter. Lol, was ist das für ein Pack? Ein 95er Atal. Der einfach 400k wert ist. Ja, lol. Schade, dass das Pack nicht tauschbar ist. Schade. Aber okay, den nehmen wir natürlich auch mit. Ist gar keine Frage. So, wir machen jetzt das Todd-Spieler-Pack noch auf. Also, man weiß nie. Ne? Ich habe mich übrigens gerade verklickt. Ja, Grüße gehen raus an mein Ich. So, komm. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen guten Todd-Spieler kriegen eventuell. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Todd-Spieler kann man immer brauchen. Boah, ich dachte gerade Modric. Aber Livaja ist geil. Livaja ist wirklich geil. Ist zwar überhaupt nicht zu linken, aber trotz allem. Ey,
absolut gigantisch. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video festgestellt, auf was ich hinaus will. Danke für den Ahrtal, EA Sports. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Glück bei den Upgrades, Freunde. Das war mein Video für heute. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Hat euch das Video geholfen? Hat es euch gefallen hier? Trading-Tipps bin ich immer, immer sehr, sehr gern verfügbar. Ich bin zwar nicht der allergrößte Profi, aber für sowas habe ich immer ein offenes Ohr, ja, dementsprechend. Ich habe es auch schon oft genug gemacht und ich muss tatsächlich sagen, auf PS5 klappt das natürlich nochmal ein bisschen besser, einfach weil der Markt nochmal größer ist. Aber ich kann euch sagen, auch auf PC funktioniert es. Dementsprechend probiert es aus. Ich freue mich auf eure Nachrichten. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.